So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist ein Video, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich mache eigentlich nur noch Videos von News und wenn es mal ein Event gibt, wo ich ein Ticket gekriegt habe, was bezahlt wurde von jemandem und ich dann verpflichtet mich fühle, das zu machen, weil das ja nicht jeder hat, damit ihr seht, was da drin ist. Das jetzt hier hat aber jeder. Aber trotzdem fände ich es gerade cool, das abzuholen und habe da so ein Konzept. Ich nehme jetzt nämlich an drei verschiedenen Tagen am Bildschirm hier die Belohnungen auf und schneide das dann zusammen. Denn ich befinde mich gerade in der Magnetstudie. Die ging am Dienstag los. Da war ein Tag, gab es eine Forschung mit Plusle, einen Tag mit Minon und einen Tag mit Magnetilo. Ich glaube, Magnetilo ist aber am zweiten Tag, naja, egal. Hier sind jetzt die Aufgaben im Event-Hub. Ihr habt auch nur an dem einen Tag immer die Zeit gehabt, das abzuholen. Ihr seht, befristete Forschung zur Magnetstudie Plusle sind Aufgaben. Eins ist noch übrig, entwickle ein Pokémon. Okay, warte, das muss ich noch kurz machen. Nehmen wir mal hier das Mauzi, entwickeln das kurz, dann sind wir damit fertig. Und dann möchte ich alles im Heute-Tab mal für euch jetzt hier live und direkt abholen. Ich bin auch so schlau, ich habe den Bildschirm jetzt hier nach links versetzt, damit ihr Plusle seht, weil es geht ja um Plusle. Und wenn es um Minon geht, schiebe ich das so und dann hole ich Minon ab, ne? Versteht ihr? Das ist alles mit Konzept, das alles Hand und Fuß. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt sind wir hier fertig, jetzt holen wir das gleich alles ab. Und hier unten drin ist noch eine Going Wild. Weiß ich nicht. Eine Going Wild, ja, da gibt es so eine komische Maske. Was ist das? Wo ist das denn her? Auf jeden Fall ist da Going Wild drin, endet in 39 Tagen und da muss man noch Eier ausbrühen oder hier Power-Ups machen. Also das werde ich vielleicht auch in dem Video dann abholen. Wir wollen jetzt aber erstmal hier drauf und gucken, da müsste jetzt immer also Plusle drin sein, ob wir ein gutes Plusle bekommen, vielleicht ein 100er finden, ob wir einen Shiny finden. Und das ist die ganze Geschichte. Ich habe mir den Wert nicht gemerkt. Warte mal. Ich muss mal kurz das erste angucken. 744 ist das höchste bisher. 728. Mann, wo ist es denn jetzt hin? Die ganzen, kann man denn nicht die ganzen Benachrichtigungen da abstellen? Was interessiert mich denn, wer gerade irgendwo ein Geschenk aufgemacht hat? Zeigt mir an, wenn jemand Glücksfreund ist, dann bin ich glücklich. Ich brauche nicht jeden einzelnen Schritt irgendwo haben. Das ist mir dann noch zu viel. So, jetzt muss ich wieder hier drücken. Jetzt bin ich wieder auf dem Handy. Das ist jetzt wieder eine Umstellung. 744 war immer noch das Beste hier. Das steigt wieder auf. Da wird interagiert. Das ist aber sehr schön. 739 müsste das zweite Bestes sein. So. Drei Stück oder vier Stück haben wir noch. 749. Das ist jetzt das Beste. So. Drei Stück, drei Stück. 727 ist jetzt auch nicht so der Schuh. Was für ein Schuh? Genau, so müsst ihr reden. Dann haben wir 729. Hui. Und das Letzte. Jetzt aus Spaß hätte ich jetzt einfach ein Minun reingemacht. Nein, es ist ein. Das ist doch jetzt Verarsche, oder? Du fängst die ganze Zeit alles und dann hast du unten die Endbelohnung, die extra steht. Und das ist ein Shiny. Das hat 750 und ist damit das Beste. Vielleicht haben die die. Ey, lass die mal die Forschung so gemacht haben, dass du halt in dieser Endbelohnung bei der Forschung garantiert sowieso ein Shiny kriegst, damit das abgehakt ist und dann freuen sich alle über diese Forschung. Jetzt will ich nur mal kurz gucken, 727 hat zwei Sterne. Okay, komm, wir gehen's mal durch jetzt. Dann ist das hier mit drei Sternen nämlich, ja, schlecht. Dann haben wir den Rest. Wir wischen kurz durch. Mhm, mhm, mhm. 749. Ja, hat 15 Angriff. Ist aber trotzdem nicht so gut, wie ich dachte. Dann haben wir das Shiny 750 mit 15 Angriff. Dann haben wir 13 Verteidigung und 12 KP. So, das war jetzt Tag 1 bei mir. Die Forschung mit Plusle. Morgen ist, glaube ich, dann Magnetilo dran. Dann machen wir dasselbe nochmal. Und dann haben wir noch hier Minun. Und dann machen wir das auch nochmal. Dann schneiden wir das zusammen. So, bis morgen oder bis gleich. So, wir sind zurück auf der zweiten Seite am zweiten Tag. Gestern hatten wir ja Plusle. Da habe ich das Bild so geschoben, dass ihr Plusle gesehen habt. Heute Magnetilo, deswegen schieben wir es einfach direkt auf Plusle und Minus drauf, dass die einfach beide verdeckt sind. Auf der zweiten Seite war wieder dasselbe.
Diesmal kann ich euch die Aufgaben auch sagen. Es war fange Pokémon, fange Pokémon, fange Pokémon und drehe Stops, drehe Stops, drehe Stops. Immer verschiedene. Jetzt ist unten wieder eins übrig. Entwickle ein Pokémon. Da gibt es dann nochmal eine Begegnung. Hier noch da, noch Magnetmodul. Da müssen wir mal hier rein. Wir wollen was entwickeln und ich möchte jetzt was ganz Besonderes machen. Ich möchte dieses Tarnel hier, glaube ich, erlösen. Muss man das erst entwickeln? Muss man das erst erlösen? Eigentlich darf ich es ja eh nicht entwickeln. Es gibt gerade keine besondere Attacke. Das heißt, wir haben es jetzt erstmal entwickelt. Ah, wir haben es erstmal erlöst. Wir werden jetzt dem hier auf Level 50 Push geben. Oh mein Gott, 1104. Und jetzt werden wir es einmal entwickeln. Für die Aufgabe, das müsste nämlich jetzt ein 100%iges Metang sein auf Level 50 und wenn dann im Dezember das super, super, super C-Day kommt, müsste ja, weil Tarnel einen Classic C-Day hatte, im Dezember auch wieder Sternenhieb erlernbar sein und da entwickle ich dann mein Metang zu Metagross, damit ich ein, für meine Sammlung, versuche ich immer, die Mega-Entwicklung haben, als erlöste 100er zu haben, um die Mega zu entwickeln, weil die halt durch Zufall gekommen sind. Jetzt darf ich es noch nicht entwickeln, jetzt hat das Ding Rückkehr. Jetzt hat es aber trotzdem, zack, da mache ich auch schon mal hier den Mega-Tag dran, damit wir wissen, dass das dann dafür ist. Jetzt habe ich also die Aufgabe fertig mit entwickeln und kann abholen und hier müsste jetzt überall Magnetilo drin sein. So, auch mal auf die WP kurz achten. 563. 567. 567 ist immer noch das Beste. 500. Ah, es ist nicht mal drin geblieben. Meint ihr, hier ist auch ein Shiny drin? Ganz am Ende, hinten. Dann wäre das schon ein großer Zufall. Ich glaube aber, das war halt wirklich gestern nur Geigel. Normalerweise ist das nicht so. So, 559, 551, 568, 568 ist glaube ich jetzt das Beste, 570, 570 ist das Beste, wer bietet mehr? 570 ist das Beste, 551 und jetzt sind nochmal Pokémon erscheinen und noch das Magnetmodul dabei. 557. Hier ging sich's nicht aus, bei Plusle ging das ja. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch bewerten. 563, können wir schon mal gucken, hat 3 Sterne. 570 ist besser, aber wird kein 100er sein. Wir wischen das kurz durch. Aha, aha, aha. Mhm. 568 hat 15 Angriff, okay. 570, 15, 15, 10. Sieht aber interessant aus, muss ich sagen, von der Verteilung her. Und dann haben wir morgen noch einen Tag übrig. Da muss ich das Bild ja sowieso hier rüberschieben, dass ihr Minun seht und wir die ganzen Minun abholen. Und da werden wir dann auch hier die Going Wild abholen, aber dazu später morgen mehr, beziehungsweise jetzt. Dritter Tag Magnetstudie, wir haben noch ein Pokémon übrig, diesmal Minun, deswegen ist ja der Bildschirm jetzt so rechts und ihr seht links das Minun. Ich muss noch was entwickeln. Jetzt will ich mal kurz gucken, was hier drin ist. Hier ist ein... ein Magnetilo drin. Dann gehen wir mal zurück, nehmen dieses Magnetilo und entwickeln das jetzt einfach. So, denn die Aufgaben sind ja sowieso immer die gleichen. Fangen so und so viel Pokémon, drehen so und so viele Stops, entwickeln ein Pokémon. Weil Magnetilo passt ja auch, das war gestern das, also eben. Und jetzt am dritten Tag habt ihr dann Minun. Ich bin gerade drauf und dran zu versuchen, nochmal Dynamax Legios Solo zu bezwingen. Es war gerade mega knapp, deswegen bin ich jetzt eigentlich ein bisschen gehypt, aber ich muss jetzt erstmal das hier fertig machen, damit ich das heute nicht vergesse. So, jetzt ist das alles fertig. Wir holen jetzt erstmal alle Minun ab. 721, merkt euch den Wert. 693, okay. 721 ist auf jeden Fall das Beste, was ich gerade habe. Wir gehen jetzt wieder alles durch. 721 bleibt das Beste. 717 ist das Zweitbeste. Mal gucken, ob es glitzert irgendwann zwischendurch. 697. 721. Bla.
bleibt. Jetzt extra immer für die Aufnahme wieder iPhone geholt. Ansonsten mit dem Samsung jetzt wieder iPhone. Das ist auch noch riesig. Das ist aber jetzt ärgerlich. Montag bis Mittwoch lief Showcase mit Plusle und Minun. Ich hatte kein einziges Minun. Ich musste mir was rübertauschen von einem kleinen Account, damit ich überhaupt was in den Showcase setzen kann. War dann auf dem zweiten Platz, das ist okay. Aber mit dem fetten, großen wäre ich ja vielleicht sogar auf dem ersten Platz gelandet. Aber das habe ich jetzt bekommen und jetzt ist der Showcase um. Also, 721 bleibt weiterhin das Beste bis jetzt. Außer es kommt hier am Ende jetzt noch ein besseres. 693 ist das erste, also wirklich das Beste gewesen. Wir gehen kurz mal hier rein. Wir bewerten diesmal also falsch rum von hinten. Sehen hier, was 693 hat nur 2 Sterne. Dann muss der Rest ja richtig mies sein. 717 hat 14. Oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall das Größte. Sieht den Unterschied? Groß? Klein. Groß? Klein. So, weiter. Aha, 717, 15 Angriff. 682 ist das Schlechteste mit 10. 693 und hier das 721er ist ein 98er gewesen, gleich zu Beginn. So, Rekord, was? Gesamtgröße? Nö, das doch nicht. Jetzt sind wir damit eigentlich fertig und ich habe euch ja gesagt, hier ist noch eine Forschung Going Wild. Das hat was mit der Wildarena zu tun, die es ja gibt im November, wo wir nach Gera fahren. Und weil ich das Ticket habe, habe ich diese Forschung schon bekommen. Hier kann ich mir also nochmal eine Superbootmaschine abholen, ein Ei, Staub. Wieso schiebt sich das jetzt? Und jetzt steht hier noch dabei, verwende 5 Power-Ups bei Elektro und bei Gift. Das möchte ich auch noch machen. Elektro. Achso, wir machen mal Elektro und 4 Sternchen. Da habe ich hier dieses super tolle Sarina-Kit. Denn das ist ein 100%iges Ele-Kit mit Hintergrund, mit Armbinde, das will ich ja so lassen, aber mach jetzt hier 5 Power-Ups. 2, 3, 4, 5 auf 603 müsste passen. Das muss ich jetzt immer, wenn ich was mit Elektro pushen soll, nehme ich das jetzt hier her. Da kann ich immer wieder angeben und immer wieder diesen schönen Hintergrund mir angucken, weil den finde ich halt wirklich cool. Und jetzt haben wir noch Gift. Da müssen wir mal Gift. Habe ich überhaupt ein Gift, was ich machen kann? Boah, ich komme absolut nicht klar. Wieso schiebt sich's denn jetzt hier rüber? Außerdem sehe ich meine Hand doch gar nicht hier. Da bin ich. Jetzt ist es wieder davor. Gift und 4 Sterne. Wir haben den Nebels, aber der ist schon gepusht. Wir haben den Kaiser Kai, der ist schon gepusht. Wir haben den Zai, da könnte man pushen, aber der ist so teuer, weil er schon so weit hinten ist. Wir haben den Steve O. Wir probieren es hier. 1... 2, 3, 4, 5. 5 Stück für Gift. Der stinkende Pilz Steve O ist gepusht. Und das heißt, wir können jetzt hier die zwei auch noch abholen. Hier ist ein wildes Luxio drin. So, einmal diesen. Und hier ist ein wildes Rollum drin. Werfen wir auch drauf. Diesen. Ist nicht drin geblieben. Wir müssen nochmal werfen. So. Drauf, und er rollt sich weiter, zack, großartig zurück. Zählt's jetzt? Ja, und jetzt können wir noch diese super geniale Toxel-Maske abholen. Aber die ist eigentlich hässlich. Aber weil wir die haben und das ja was Besonderes ist. Was ist denn das? Accessoires? Hier, Toxel-Maske. Guck doch mal. Wir legen es jetzt einfach mal an, weil es zu dem Ticket gehört, aber schön finde ich das jetzt nicht unbedingt. Da ist das Weiße neutraler gewesen, das hat gepasst. Jetzt habt ihr hier diesen lilanen Klatsch im Gesicht. Das ist nicht so cool. Jetzt ist hier auch alles weg. Hier bei Spezial ist alles weg. Hier bei heute ist alles weg. Und das war die Ausbeute zur Magnetstudie. Das nehme ich jetzt hier gerade am Donnerstag auf. Kommt aber bestimmt am Freitag bei euch, wenn das nämlich um ist, dass ihr das dann in Ruhe sehen könnt. Dann könnt ihr mal reinschreiben, wie war denn eure Ausbeute so in der Magnetstudie. Habt ihr einen Shiny bekommen? Bei mir hat es ja in der Forschung, die es da gab, nur mit Plusle geklappt, die anderen nicht, aber egal, jetzt kann ich das alles zusammenschneiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.